San Siro, Eintracht Frankfurt, könnte man sich dran gewöhnen. Imamo sjajnu ekipu, igramo odlično ove godine, tako da ja se nadam da ćemo proći. Natürlich ist man emotional sehr, sehr nah dran, das ist ganz klar. Das ist ein Push für uns, weil wir hatten so gute Unterstützung. Dienstagnachmittag in Frankfurt. Noch gut zwei Tage bis zum Achtelfinalrückspiel der Europa League in Mailand, dem für die Eintracht vorerst wichtigsten Spiel der Saison. Jan Strassheim, Bereichsleiter Medien, ist auf dem Weg zum traditionellen Frühjahrsempfang. Eintracht Frankfurt benötigt natürlich auch Geldgeber und Sponsoren und es ist wichtig, mit den Menschen natürlich in engem Kontakt zu sein, ihnen auch das Gefühl zu geben, Teil dieser Eintracht zu sein. Und deswegen ist es natürlich ein Anliegen des Vorstands, sich bei all diesen Menschen, die auch sehr, sehr hart drumherum arbeiten, sich zu bedanken. Bedanken heißt, einen Abend mit Gästen, Musik, Gesprächen und Informationen rund um die Eintracht zu verbringen. Normalerweise ist es traditionell so, dass der Frühjahrsempfang auch immer die Mannschaft beinhaltet. Ja. Das ging jetzt natürlich nicht, weil die Jungs heute Nacht um 2:30 aus Düsseldorf zurückgekommen sind. Ja. Jetzt natürlich auch ein bisschen ausschlafen sollten, gerade noch Training hatten und morgen geht dann der Flieger nach Mailand. Mhm. Natürlich ist die Erfolgsserie der Adler national wie international das große Thema dieses Abends. 25 Spieltagen, Platz 5 Bundesliga und vor einem Achtelfinalspiel bei Inter Mailand. Ja. Das immer noch mal vorzuholen, kann nie schaden. Mhm. Einfach auch in der Einladung zu sagen, wo kommen wir eigentlich her? Mhm. Und das ist der nächste Schritt. Und das ist das, was dieses Publikum hier interessiert. Das Spiel in Mailand birgt für den Kommunikationschef eine besondere Herausforderung. Cheftrainer Adi Hütter wurde von der UEFA gesperrt, mit Konsequenzen. Hallo Flo, grüß dich. Es wird so sein, dass in Mailand die Medienaktivitäten, auch die Pressekonferenz, nicht vom Adi gemacht wird, auch vorm Spiel nicht. Ja? Die Medienaktivitäten werden von Christian Peintinger gemacht. Die PK vor dem Spiel bereits, Flashzone-Interviews und, und. Also das komplette Prozedere in Mailand ist geplant, dass das Christian Peintinger macht. Wir finden es einfach konsequent, dass der Trainer, der dieses Spiel auch coacht, dann auch die kommunikativen Maßnahmen rund ums Spiel macht. Die UEFA hätte sicherlich gerne gesehen, dass Adi dann eben im Vorfeld alle Interviews macht, aber irgendwo wäre das nicht rund gewesen. Über 850 Gäste wird Eintracht Frankfurt am heutigen Abend empfangen, darunter auch zahlreiche Legenden des Clubs. Aufgrund des engen Terminplans kann die Mannschaft dieses Jahr nicht teilnehmen. Doch die Macher des aktuellen Höhenfluges stehen Rede und Antwort. Trotz oder gerade wegen des Achtelfinalrückspiels in Mailand. Grundsätzlich, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, Gott sei Dank gewinnen wir mehr als verlieren, schlafe ich nie richtig gut. Deswegen auch, weil einfach als Trainer gehen einem unglaublich viele Gedanken durch den Kopf. Wir haben ja einen sehr erfolgreichen Trainer von Eintracht Frankfurt hier mit Steppi. Ich glaube, der kann mir da sicherlich beipflichten. Er winkt. Am nächsten Vormittag beginnt für die Eintracht das Abenteuer Mailand. Mittendrin Philipp Kostic. Einer, der bei seinen Stationen in Stuttgart und Hamburg nicht immer überzeugte, in Frankfurt aber seit Monaten in bestechender Form ist. Das macht viel aus, dass ich Leute aus meiner Heimat um mich herum habe. Leute, die auch vom Balkan kommen. Damit fühle ich mich sehr wohl. Ich spreche auch mit den anderen Spielern und verbringe mit ihnen Zeit. Aber mit meinen Landsmännern spreche ich eben meine Muttersprache. Immer wieder wird im Profifußball von der enormen Belastung durch die Reisen und die vielen Spiele gesprochen. Der Club vom Main lässt sich davon eher tragen.
das europäische Geschäft ist für uns eigentlich positiver Stress. Das macht Spaß, es ist was Tolles. Wir können da was ganz Besonderes erreichen. Das spürt man auch in der Stadt, in der Region. Von daher genießen wir das, sowohl zu Hause als auch auswärts. Und Mailand ist ja ohnehin immer einen Besuch wert. Erst recht, wenn man im edlen Principe di Savoia gastiert. Das 5-Sterne-Hotel ist für die nächsten 2 Tage das Zuhause für Mannschaft und Staff. Philipp Kostic ist mit Luka Jovic im Zimmer, Nihat Gacinovic eigentlich mit Ante Rebic, doch der ist verletzt. Ich bin immer mit Ante, wenn Ante nicht da ist, dann bin ich alleine. Aber trotzdem sind wir alle drei immer zusammen in einem Zimmer, ich habe nur alleine geschlafen. Während die Mannschaft zum Mittagessen geht, beginnt für die Medienabteilung die Arbeit vor Ort. Durch den großen Erfolg der Eintracht hat sich auch das Medieninteresse enorm vergrößert. Planung und die Einteilung der Aufgaben sind deshalb umso wichtiger. Wollen wir den heutigen Tag erstmal durchplanen? Wir haben jetzt um 18 Uhr PK, 17.15 Uhr Abfahrt 4, oder? Das reicht, halbe Stunde Fahrzeit, 17.15 Uhr. Ja, ja, muss. Also hat Wolf gesagt, dass zwischen 15 und 45 Minuten, je nach Verkehr. Also ja. Würde ich die 45-Minuten-Variante nehmen. Um 18 Uhr PK, danach ist klar, 19 Uhr Training, Presseessen. Wann geht das los? 21 Uhr, ne? Meine ich. Ja. Gibt es immer noch so ein paar Unwägbarkeiten. Da ist auch immer ganz wichtig, dass man einen engen Draht zum Teammanagement beispielsweise hat, die uns natürlich sagen, wie der Tagesplan aussieht. Und darum stricken wir quasi dann unseren Gesamtplan, weil es ja viele Anfragen von Broadcastern gibt. Für das Gespräch mit dem Trainer. Heinti, ja. Die Fragen, die kommen werden und kommen könnten, sind ja klar. Wie ist das im Rampenlicht zu stehen? Wann er das letzte Mal die Mannschaft trainiert als Head Coach? Wie ist die Kommunikation zu Adi? Ja, ist ja ganz klar, es gibt keine Kommunikation zu Adi. Die UEFA-Regularien sind da auch ziemlich streng. Also ich will auch nicht, dass da irgendwie Adi am Ende noch länger gesperrt ist wegen irgendeiner blöden Aussage. Ja, das ist ja auch so. Ich meine, das ist ja auch im Grunde kann Feinti das ja ganz einfach darstellen, weil er jetzt so lange schon mit Adi zusammenarbeitet, dass die im Grunde von der Philosophie, es ist ja das Gleiche. Ja. Ja. Ich habe einen Adler auf der Brust und dem bin ich verpflichtet. Und alles, was schädlich sein könnte für Eintracht Frankfurt, ist mein Job, das von Eintracht Frankfurt fernzuhalten. Die Sperre für Chefcoach Adi Hütter ist und bleibt eines der großen Medienthemen des Spieltages. Trotzdem ist es eine klare Haltung. Die sperren einen Trainer für einen banalen Kick gegen eine Flasche und wollen ihn dann in den Medien haben. Ich finde, das passt eigentlich so ganz gut mit Feinti. Das Giuseppe Meazza Stadion, im Volksmund nur San Siro genannt, ist die Heimat beider Mailänder Clubs, AC und Inter. Traditionell findet die Pressekonferenz am Spielort statt und die eben heute mit Co-Trainer Christian Peintinger. Also wir haben uns vorab besprochen, auch da wiederum, was kommt auf dich zu, was sagen wir hierzu. Und dann sind wir da mit Freude rein, weil es auch mal was anderes war, das muss man auch sagen. Also, und Peinti ist natürlich auch ein cooler Typ, von daher ist es auch kein Problem. Einziges Problem ist zunächst die Bestuhlung auf dem Podium. War der Stuhl nicht hoch genug, oder? Ja, Trainerstühle sind was Besonderes. Das hat aber keiner gesägt. Sie wissen ja, wir haben eine besondere Situation. Adi Hütter ist gesperrt für dieses Spiel. Und Adi Hütter hat sich dann auch entschieden, auch die kommunikativen Aufgaben an Christian Peintinger zu übergeben. Und da die Eintracht mit Armin Reutershahn einen weiteren Co-Trainer hat, klärt Peinti erstmal auf. Die Aufgabenverteilung wird so sein, dass ich an der Linie stehen werde. Das wollte Adi so und werde eben mit Armin dieses Spiel gemeinsam coachen. Morgen ein großes Spiel vor uns, wir wissen alle, um was es geht. Von daher ist es morgen hoffentlich egal, wenn er Seitenlinie steht für uns. Grundsätzlich ist es so, dass ich meine Aufgaben zu erfüllen habe. Und diese Aufgabe besteht darin, morgen die Mannschaft zu coachen mit Armin Reutershahn gemeinsam. Also in dem Fall geht es rein um die Mannschaft und um das Spiel morgen, nicht um einzelne Personen wie mich. In der italienischen Liga liegen Inter und AC fast gleich auf im Kampf um die Champions League-Plätze. Und in 4 Tagen steigt hier das Mailänder Stadtderby. Doch zuvor ist der vermeintliche Underdog aus Frankfurt zu Gast. Ja,
Das Stadion hat einen großen Namen und namhafte Clubs spielen hier. Für mich ist es eines der schönsten, in denen ich bis jetzt spielen durfte. Eigentlich könnte die Eintracht in die Kabine vom AC Milan. Die ist ja frei heute. Eigentlich. Nichts Besonderes, aber schon. Größere Kabine als was. Größere Kabine als was. Hier der Gastverein soll mal ein bisschen, soll es nicht so gemütlich haben, weiß man nicht. Also es gibt ja, also der Mindeststandard ist erfüllt, aber man muss schon sagen, dafür, dass du in San Siro warst und ein großes internationales Spiel, ist es schon eine sehr normale Kabine. War nicht schlecht, aber wir haben vielleicht mehr erwartet. Danke sehr. Mit deutscher Pünktlichkeit betritt die Mannschaft den Innenraum in San Siro. Auf das Spielfeld dürfen sie aber erst zu einer genau festgelegten Uhrzeit, sonst droht eine Geldstrafe. Und dann hat die Presse exakt 15 Minuten Zeit für ihre Bilder und Berichterstattung. Das Training ist natürlich dann schon auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass die Geheimnisse erst ab der 16. Minute sozusagen gelüftet werden. Und dann ist natürlich unser Job, das Feld zu räumen. Also zu sagen, okay, jetzt schön, dass ihr alle da seid, aber jetzt müsst ihr leider gehen. Das Motto von Inter. Zurück im Mannschaftshotel und nach dem Abendessen geht es weiter mit Fußball. Der Mittwochabend ist Champions League-Abend. Wir spielen alle Fußball wegen Champions League, wegen Weltmeisterschaft, wegen Europa League und irgendwo Meister zu sein. Und natürlich, dass wir haben alle große Ziele und alle große Träume. Und der Traum vom Europa League Viertelfinale soll morgen in Erfüllung gehen. Für die Medienabteilung ist der Tag noch nicht beendet. Das traditionelle Pressedinner am Vorabend des Europa League Auswärtsspiels steht an. Für uns ein wichtiges Thema, weil wir natürlich auch mit den Journalisten in einem positiven und guten Austausch sein wollen und für uns gehört das einfach dazu. Schön, dass ihr da seid und über uns berichtet natürlich. Ne? Also guten Abend. Der Donnerstagmorgen, Matchday. Die Zeit zwischen Frühstück und Anschwitzen nutzen Luca, Philipp und Miad für eine Partie Mensch, ärgere dich nicht. Zocken auf die etwas andere Art. Das ist Eintracht Frankfurt. Immer zusammen. Okay? Ich so. Wir haben angefangen bei Handy zu spielen, dann haben wir das normales gekauft, weil bei Handy bekommst du das, was du brauchst, weißt du, ist nicht so. Und hier musst du alleine mit Würfel spielen. Der Spitzname ist eine Abkürzung meines Nachnamens. Philipp Kostic, Kohle. Deshalb nennen mich jetzt auch alle hier so. So ist das bei uns in der Heimat. To je inače tako kod nas. Kao isto mi od Gačinović Gačinke. Gačinke iz mesta. Ludi Gačinke. Bolje. Ovo je katastrofa, je. Ima zo tradicional funkcija, to je roletste, gipte, jeste. Vate, vate, vate. Dobri, bravo. Počeli smo čekali vas. Ali nije isto.
Schweiß, der jetzt kommt, frisiert, muss er wie neu. Schade. Ausgerechnet Mensch, ärger dich nicht. Wir reden kein Deutsch. Ich hoffe, wir haben keinen Übersetzer. Das wäre gefährlich, was wir da alles erzählen müssen. Wir machen gerade Transfers, nur in alle Richtungen. Mehr. Bitte nicht diese Frage stellen, okay? Wie immer. Danke, Jungs. Hat Spaß gemacht. Das Anschwitzen am Spieltag findet auch in Mailand indoor im Hotel statt. Ich mag, wenn abends Spiel ist, dann morgens auf dem Hotel, wie wir machen mit Werner. Dann kann ich gut schlafen nach Mittagessen. Noch gut 8 Stunden. In der Mailänder Innenstadt sammeln sich immer mehr Frankfurter Fans. Im Vorfeld hat der Verein 13.500 Karten bekommen. Am Spieltag erhöht sich das Kontingent sogar noch mal auf 15.000. Eine einmalige Atmosphäre, auch für Vorstand Axel Hellmann und Präsident und Geburtstagskind Peter Fischer. Wer Peter kennt, weiß, dass er natürlich ein sehr, sehr fannaher Präsident ist und es auch sehr genossen hat, dass die Menschen ihm ein Ständchen gesungen haben. Und ich glaube, das war einer der schönsten Geburtstage, die er hatte. Während bei den Fans die Anspannung steigt, verkündet Chefcoach Adi Hütter im Mannschaftshotel die Aufstellung für das heutige Spiel. Wir mit Hartl im Tor, mit Ivan, Hase zentral, Martin, da möchte ich nichts verändern. Martin geht wieder auf die rechte Seite. Wir werden mit Sippel klar auf der Nummer 6 spielen. Nebenbei hast du mit Jetro einen Spieler und mit Niert auf der anderen Seite die beiden Flügel, Danny und Philipp. Und vorne beginnt Luca mit Sepp. Und dann geht es um die Erkenntnisse und Spielsituationen aus dem Hinspiel gegen Inter. Das kann nicht sein, Männer. Wir haben keine Kompaktheit, wir haben keine Geschlossenheit. Hier auch Danny. Ja, wir wollen geschlossen bleiben. Die zwei Spieler dürfen nicht zum Kopfball kommen. Ja, das kann nicht sein. Wir laufen kompakt, geschlossen ein und lassen auch keinen Spieler im Rücken frei. Das ist eine Szene, wo wir sagen, aus dem Bereich wollen wir die Bälle nicht hoch reinspielen. Ja, dann haben wir die Aufteilung und da seid ihr drei, der Jetro, der Seppel und der Philipp für verantwortlich. Ihr müsst euch selber kreative Dinge auch einfallen lassen. Wenn ihr seht, die stehen schon tief, ruhig kreativ sein, kurz mal ausführen, gut vorlegen und dann den Ball sauber reinlegen. Und trotzdem immer wieder eine gute Restverteidigung haben. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass die Frankfurter Fans weit vor den Interisti zum Stadion kommen sollen. Und so machen sich tausende Eintrachtler in einem Fanmarsch auf den Weg nach San Siro. Im Hotel bittet derweil Chefcoach Adi Hütter seine Co-Trainer zum letzten Meeting vor dem Spiel. Okay, in dem Sinne ist ist eh alles klar und alles, was besprochen wurde, dass, wie gesagt, der Beinte halt vorne ist mit deiner Unterstützung, dass ihr beide kommuniziert miteinander. Ich halte mich komplett raus, ich werde oben auf der Tribüne sitzen und von meiner Seite wird nichts kommen, weil ich einfach das hundertprozentige Vertrauen habe in euch. Ihr habt ja hundertprozentige Verantwortung, ihr wisst, was zu tun ist. Deswegen freue ich mich, oben zu sitzen und das Ganze von oben zu beobachten. Und dann klinke ich mich aus und toi, 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 es hat gut funktioniert. Vier Stunden vor Spielbeginn strömen die ersten der mindestens 15.000 Eintracht-Fans ins Giuseppe Meazza-Stadion.
Jan Strassheim ist bereits in den noch leeren Gängen des Stadions unterwegs. In dem Fall war es natürlich so, dass wir eine Besonderheit hatten, dadurch, dass Adi eben gesperrt war. War es mir persönlich ganz wichtig, mal alles abzulaufen, sich anzuschauen, wie die Wege sind im Stadion, weil vorm Spiel die Anspannung schon bei allen Beteiligten natürlich groß ist und wir auch nicht irgendwie möchten, dass wir da im Stadion umherirren. Frankfurt hat nicht nur den aktuellen Kader vor Ort, sondern auch einige ihrer verdienten Ex-Spieler mitgebracht. Sicherlich sind das Aushängeschilder, die uns nach draußen natürlich auch vertreten. Die kennt man in der ganzen Welt. Drei Weltmeister, die alle bei Eintracht Frankfurt gespielt haben. Das hat schon eine positive Strahlkraft auf den Club. Und dann sind es nur noch 45 Minuten bis zum nächsten historischen Kapitel in Eintracht Frankfurts Europapokalgeschichte. Du bekommst auch viel Wind, oder wie soll ich das sagen in Deutsch? Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber das ist ein Push für uns und das hilft uns immer, wenn es schwer ist am Platz, und war viel einfacher, weil wir hatten so gute Unterstützung. Die spielt eine Saison dieses Jahr, die ist einfach phänomenal. Unsere Partie! Klasse! Und den Italienern die Bude voll. Ihr werdet es schaffen. Gacinovic, ancora Gacinovic, Andanovic, due volte perché anticipa anche Aller. Jetzt ist erstmal Pause. Eintracht Frankfurt führt verdient. Wir müssen versuchen, bei Abstoß des Gegners, dass die Bälle auf die Seite gespielt werden. Sie sind ein, zweimal über die Mitte gekommen, mir hat das nicht schwer. Dann geht der Achter hinter dir rein und dann spielen sie uns mit einem Pass, spielen sie uns auf. Und wenn wir auf die Seite spielen, sie schlagen den Ball nicht. Wir haben Zeit genug, dass der Stürmer dann hinausgeht. Okay? Sehr gut. Lukas, sehr gut. Und Armin, die waren da und die wissen alles, wie alles funktioniert. Und dann war auch, wir haben gesehen bei Platz, dass es kein Problem war für uns. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, jetzt das Ergebnis zu verwalten und uns hinten hineinzustellen. Wir müssen aktiv bleiben. Eintracht Frankfurt auf dem Weg ins Viertelfinale der Europa League. Wer hätte das gesagt?
sofort die Ballrückeroberung von Jovic. Gacinovic, Jovic, Eckball. Andanovic. Kostic mit 7 Meilenstiefeln. Gacinovic ist da noch liegen geblieben, hier haben wir es. Ich habe einen Schlag bekommen, aber ich wollte unbedingt spielen und ich war gut drauf, aber konnte nicht bis zum Ende spielen, aber trotzdem, die Mannschaft hat das auch ohne mich super gemacht. Kostic, prova il tiro! Politano, Achtung, Trapp! Skriniar verdeckt, abgefälscht noch leicht. Boah, Hasebe, der hat es auf die Nase gebrochen. Es kommt ja. Vorweg, Handanovic! Das gibt's doch nicht. Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Europa League. Großen, großen Glückwunsch. Und zwar erstmals seit 24 Jahren. Benfica ist ein sehr schwerer Gegner, wie jeder, den wir bis jetzt hatten. Ein Team, das weiß, wie man kämpft. Wir werden es nicht leicht haben, aber wir haben selbst ein brillantes Team und ich hoffe, dass wir das packen.